So, hallo und herzlich willkommen. Frohe Weihnachten. Es ist der erste Weihnachtstag und wie gesagt, hatte ich gestern schon gesagt, bei den Crashadia Deck Profile, dass ich mal so eine Reihe mache, einfach zu Weihnachten, vielleicht auch zu Neujahr nochmal. Einfach Decks, die man immer Meta spielen kann, die man mithalten können, die aber in der Regel nicht gehittet werden oder auch nicht das Problem haben, dass sie ihr Potenzial verlieren und nicht mehr, ich sag mal so, mithalten können. Und gerade Eldritch ist natürlich so ein Deck. Jetzt die Frage, wie spielt man Eldritch mit Invoked, Dogmatika, Shadol? Also es gibt ja unglaublich viele Varianten von diesem Deck. Ich persönlich finde allerdings, dass die mit Zombies Tatsache am rundesten läuft, zumindest wenn man auf den reinen Eldritch-Part eingeht, wenn man so möchte. Weil ich sage jetzt mal so, wenn du es mit Invoked Dogmatika kombinierst, dann dominiert ja eher die Invoked Dogmatika Engine. Eldritch braucht man dann im Prinzip nur noch fürs Grind-Game und dass man das Game dann so langsam zielt. Aber mit Zombies selber ist das Tatsache sehr, sehr schön, gerade weil die Zauber und Fallen, die natürlich den Golden Lord dann letztendlich beschwören, die sind ja so geschrieben, dass sie generell einen Zombie beschwören. So. Vorausgesetzt, dass du schon einen Golden Lord hast. Das heißt, wenn du den Golden Lord schon hast, kannst du jeglichen anderen Zombie holen und das ist natürlich eine schöne Engine für ein Zombie-Deck. So dementsprechend stelle ich euch das mal vor. Ich habe das so Budget wie möglich gehalten, dass es nicht zu teuer wird. Gerade das Extra-Deck hatte ich geguckt, dass das von den Möglichkeiten her so ist, dass es A nicht zu teuer ist, B aber trotzdem noch seinen Zweck erfüllt. Wobei Extra Deck eigentlich gar nicht mal so das Hauptsächliche ist, was man in diesem Deck braucht, aber es trägt halt auch seinen Teil dazu bei und sollte dementsprechend schon so ein bisschen was leisten können. Aber guckt es euch einfach selber an, ich stelle es euch erstmal vor. Also, Main Deck ist natürlich klar, Golden Lord kann man 2 oder 3 spielen. Ich habe mich jetzt für 2 entschieden, weil ich finde, 2 reichen völlig aus, weil durch die Zombie-Engine bist du an sich schon in der Lage, den Golden Lord aus dem Deck zu holen. Zum Beispiel mit Blüte oder ähnlichen Dingen. Leute, die Zombies schon mal gespielt haben oder schon mal überlegt hatten, das Deck zu spielen, die werden sich damit schon mal auseinandergesetzt haben. Also wir spielen 2 Golden Lord, wir spielen 2 Baladroch, weil Baladroch einfach eine sehr schöne Main-Deck-Karte ist, weil die kommt immer wieder. Und die beschränkt den Gegner auch in dem, was er tun kann, weil du in der Lage bist, einmal pro Spielzug zu banishen und einmal im Spielzug in der Lage bist, zu negieren. Also das ist schon ziemlich mächtig, vor allem, weil der Banish nicht targetet. Also damit kann man sogar Dragoon verbannen, wenn man mit Dragoon Probleme hat, wenn das eine Problemkarte für einen ist. Auch Dragoon kriegt man mit Baller drauf vom Feld. Dann spielen wir dreimal Solitär, weil das ist so ziemlich, ich vergleiche das immer gerne mit den Raubpflanzen. Ne, dass du dann natürlich dann die Einzelfeuerblüte hast, um die Raubpflanzen zu holen. Genauso ist das hier mit dem Solitär. Der Solitär holt einen beliebigen Zombie-Empfänger aus dem Deck. Und da ist natürlich auch gleich das Target offensichtlich und dafür spielen wir drei Zombie des Gleichklangs. Zombie des Gleichklangs ist allein deswegen gut, weil er vom Deck auf den Friedhof legen kann. Und zwar Monster, von der Hand hingegen allerdings beliebige Karten. Und da kannst du natürlich auch die Eldritch-Karten, wenn du jetzt einen Grave haben möchtest, um die dann in der Endphase zu verbannen, um dann das, ich sag mal so, passendere Target-Set zu haben, statt das, was du gerade auf der Hand hast, ist das natürlich auch nicht verkehrt. Abgesehen davon, dass man mit ihnen dann die Stufen hochpushen kann, womit man dann leichter in die Season oder auch in Synchro und so weiter reingehen kann, ist von daher eine sehr, sehr gute Karte. Banshee spielen wir zweimal. Ich hatte sie ursprünglich, wo ich das Deck zum ersten Mal gebaut habe und ein bisschen getestet habe, habe ich sie auf 1 gespielt. Das Ding ist allerdings, Zombie-Welt ist tatsächlich je nach Format immer eine sehr, sehr mächtige Karte. Also wenn du jetzt ein Meta hast, was zum Beispiel durch Dinosaurier dominiert wird, dann braucht er zum Beispiel, um Fashido wirklich nutzen zu können, braucht er halt Dinosaurier sowohl auf dem Feld als auch auf dem Friedhof. So, wenn das allerdings alles Zombies sind, sind die A nicht mehr unberührt auf dem Feld und B kann er den Fashidosaurier auch nicht mehr vom Friedhof verbannen, um dann eben halt weiter extenden zu können. Also, ne, und je nachdem, wie schlimm das halt für den Gegner ist, Guard Dragon ist zum Beispiel auch so ein absolutes Paradebeispiel, weil die brauchen natürlich Drachen. So, wenn das nur noch Zombies sind, funktioniert das ganze Deck nicht mehr und von daher Zombie-Welt immer gute Karte. Meiner Meinung nach, aber das muss jeder selber wissen. Gozuki und Mezuki spielen wir jeweils auf 1, genauso wie die aufblühende Blüte. Man braucht nicht mehr, um dieses Deck runterspielen zu können, einfach weil der Eldritch-Anteil hier drin relativ groß ist. Handtraps habe ich auch relativ klein gehalten. Wir spielen dreimal Ash. Gibt es in verschiedenen Varianten, sollte auch nicht mehr so teuer sein. Und dann spielen wir drei Impermanenzen. Impermanenz kann man natürlich auch einfach durch Veiler austauschen. Das sind halt Handtraps, die kann man immer spielen. Die sind so ziemlich gegen jedes Matchup gut. Und das ist auch nicht zu viel des Guten. Zaubern fallen, abgesehen von der Impermanenz, spielen wir natürlich dreimal die schöne Zombie-Welt. Gibt es auch einen Kamen. Also, wie gesagt, Budget möglich. Dann spielen wir drei Superpoli, weil das ist das Schöne an der Zombie-Welt. Es gibt ja ein Fusionsmonster, das sagt, es braucht einfach nur 2 Zombies. Und dann spielt man Zombie-Welt, kann direkt die Superpoli hinterher spielen. Und dann ist man schon 2 gegnerische Monster los,
sage ich jetzt mal so, die einen besonders nerven könnten. Dann spielen wir ein Elixier des Weißen Schicksals. Ich hatte ursprünglich nur die drei Elixier des Roten Blutmondes gespielt. Das Ding ist aber, hin und wieder hättest du aber gerne ein viertes Target dafür, und in der Regel ist das dann schon Midgame, dass du halt die Targets auch schon im Friedhof hast. Und wie gesagt, du kannst damit ja auch einen beliebigen Zombie von der Hand oder vom Friedhof wieder beschwören. Also gerade im Zombie-Deck verdammt gut. Und gerade dadurch, dass du sie suchen kannst, also sie ja direkt von Deck setten kannst, ist es natürlich so, dass du deswegen auch keinen zweiten oder dritten Mitsuki brauchst. Abgesehen davon, dass du Omega spielst und den Mitsuki eh wieder, immer wieder in den Friedhof legen kannst. Dann spielen wir natürlich drei Conquistadore. Das Schöne daran ist, der Effekt zum Schießen ist kein Monster-Effekt. Das heißt, wenn ihr gegen Mystische Mine oder sowas spielt, muss euch nicht interessieren, weil diese Karte im Prinzip nicht wirklich negierbar ist. Auch eine Permanence oder so funktioniert nicht, weil es wird als normales Monster beschworen und der Schusseffekt ist der Falleneffekt. So, ja, da müsst ihr dann im Prinzip schon Red Reboot oder irgendwas der Art haben, damit das dann wirklich, ich sag mal so, nicht durchgeht. Akiero, auch eine schöne Karte, gerade gegen Decks, die den Friedhof selber anspruchen oder gerne beanspruchen wollen würden, ist nicht. Und als allerletztes, weil das einfach eine sehr mächtige Karte ist in Kombination mit Zombie-Welt und je nachdem, welches Matchup man hat, auch alleine schon eine sehr mächtige Karte ist, dreimal Rivalität der Kriegsherren. Weil, Beispiel, wir spielen jetzt gegen Virtual World. Ne? Das Deck, was einfach Calamity spammt, sage ich jetzt mal so. So, wir fangen an, legen Zombie-Welt und die Karte verdeckt. Er normalt sein erstes Monster, wir flippen die. Jetzt hat er einen Zombie auf dem Feld und darf nur noch Zombies beschwören. Und soweit ich weiß, hat das Deck keiner. Also kann er über dieses eine Monster nicht weiter hinaus extenden und ist dann halt tot. So. Dann spielen wir als Extra-Deck eine Yukiona. Ich finde, das ist eine sehr schöne Karte, gerade weil sie auch weiterhin beim Gegner eben halt denselben schneidet. Insofern, dass die eben halt den Friedhof rausnimmt. Die nimmt den Friedhof raus und auch den Banish-Pile. Also auch darüber kann er nicht weiter extenden. Wenn Schrecken Ritter. Wenn, falls man mal noch was braucht im Friedhof, es aber nicht bekommen hat, weil was negiert wurde oder weil man es einfach nicht, ich sag mal so, vernünftig extenden konnte, dann kann man mit dem millen. Und das Millen in diesem Falle sind Kosten. Das heißt, der Gegner kann es nicht mal erschen, selbst wenn er wollte. Und selbst wenn er den Effekt negiert, dann ist das so, dass er eben halt das nicht verhindern kann, dass die Karte in den Friedhof gelegt wird. Dann spielen wir natürlich zwei Vampir-Saugerin. Einfach deswegen, weil die Karte sehr, sehr schön ist, gerade mit den High-Level-Monstern. Und es ja einfach so ist, dass wenn jetzt der Gegner Monster hat auf dem Board und wir die Sucker haben, weil Sucker hat im Prinzip einen integrierten Kaiju-Effekt für das Deck. Ne? Die sagt dann eben halt, dass du eben halt Monster des Gegners tributieren kannst für einen Zombie von dir. Und das ist kein aktivierender Effekt, das ist ein permanenter, das heißt, der Gegner kann das dann nicht mal negieren. Ja, und dann kannst du einfach Balladroch normen, die nur zwei Gegner Monster wegtribut. Das ist also sehr, sehr mächtig. Des Weiteren kannst du Karten ziehen jedes Mal, wenn ein Zombie beschworen wird. Und du kannst dem Gegner selber auch immer wieder ein Monster geben, sodass du zum Beispiel den Lock auch nicht auflöst. Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel Battle Damage drücken willst, aber nicht den Lock auflösen willst, weil du Zombie-Welt und Rivalry hast, dann greifst du an, nimmst ihm alles weg, drückst ihm Schaden und dann in der Main Phase 2 gibst du ihm ein Monster wieder. Irgendeins vom Friedhof, das kann eine Handtrap sein, irgendwas, womit er nichts weiter anfangen kann. Aber was halt den Lock aufrechterhält und dann kannst du halt noch eine schöne Karte ziehen. Und dann grindest du das Game einfach langsam runter. Wir spielen ein Link-Kuribo, weil hin und wieder hast du so Hände, wo du halt das One-Off-Blüte, was du eigentlich nicht ziehen willst, aber du ziehst es dann halt. So, dann hast du die Blüte gezogen und eine Zombie-Welt, Normals Blüte, aktivierst Zombie-Welt, machst aus der Blüte ein Link-Kuribo. Blüte-Effekt, weil Zombie-Welt liegt, Special Balladroch aus dem Deck und dann kannst du aus Link-Kuribo, weil der dann ja durch die Zombie-Welt ein Zombie ist. Und eben halt den Balladroch Vampirsaugerin bauen und da Zombie-Welt liegt, kommt dann ja der Balladroch in das Stamper-Face wieder. Der Balladroch kommt nebenbei nicht nur wieder, wenn Zombie-Welt liegt, sondern wenn generell ein Feldzauber liegt. Selbst wenn der Gegner die Zombie-Welt schießt, aber er selber noch einen Feldzauber hat, wie zum Beispiel Meltdown oder ähnliches, dann kommt Balladroch trotzdem noch wieder. Synchros habe ich einen Sun Sage, auf den kommt man relativ einfach. Genauso wie ein Shogun Sage. Ein Omega und das hier ist der Nekrodrache, den kann man sehr schön für OTKs benutzen. Als Xyz habe ich Nummer 1010 oder XX, wie auch immer man es nennen möchte, genommen. Einfach deswegen, weil ich sie nicht verkehrt finde. Man kann schnell Lebenspunkte zurückbekommen. A, das. Und B, funktioniert das Ding im Prinzip wie ein Goyo-Wächter. Ne? Du greifst an, zerstörst ein Monster, darfst Material abhängen und darfst das Monster auf deine Seite beschwören. Und das Ding ist, das Monster kann dann sogar noch angreifen. Und als 4K-Beatstick finde ich das gar nicht mal so verkehrt. Und da das dann halt auf dem Feld und auf dem Friedhof auch ein Zombie ist, kann man den mit Mezuki und ähnlichen Karten noch immer wiederholen. Ist von daher nicht verkehrt. Plejaden auch.
weil wir den einfach aus den Endlich-Fallen bauen können. Karten bouncen, ist nicht verkehrt. Und dann jetzt kommen zum Schluss die Super-Poly-Targets. Einmal den angesprochenen Drachen-Nekro-Drachen. Ein Hungergift-Fusionsdrachen. Gerne für Sachen wie alles, was als Finsternis ist. Dragoon, Calamity, Sachen wie diese. Draco Sapelia haben wir. Und dann natürlich dann noch eine Schlammdrache des Sumpfes. Just in case shit happens. Ich hoffe, das Deck-Profile hat euch gefallen. Morgen gebe ich aus Salamangreat, weil aus Salamangreat ein Deck ist, was immer mitarbeiten kann, sage ich jetzt mal so, was im Prinzip nie stirbt und man im Prinzip nur die Handtraps an das jeweilige Format anpassen muss und dann im Prinzip immer ein wirklich gutes Deck hat, womit man immer mitspielen kann. Insofern, weiterhin schöne Feiertage und dann sieht man sich morgen. Ciao und tschüss.